Aber es gibt ja Mittel und Wege, wenigstens ein wenig weiterzukommen. Ich bin auf jeden Fall dankbar für die letzte Session, wo dann der Host reinkam. Der hat auch von mir einen Echo-Host bekommen, beziehungsweise einen Follow zumindest. Der ist noch sehr, sehr viel unweiter als ich. Und dass er dann schon hingeht, auch wenn er so klein ist, und ihm haben sogar schon drei, vier Leute zugeguckt. Also war schon nicht schlecht, dass er dann nochmal rüberkommt und seinen Zuschauer mitteilt. War schon echt sick. Davon leben wir halt alle, ne? Das war stellenweise auch mal gewadet oder gehostet werden. Vielleicht auch von kleineren, von größeren. Der ein oder andere bleibt hängen. Bei kleineren ist das halt immer so eine Sache. Ich habe auch schon mal weggewadet, wo ich da mehrere Zuschauer hatte. Aber wenn du so ein ganz kleiner bist, da bringt das eigentlich fast gar nichts. Weil so, ja. Wobei, es freut sich ja jeder. Also ich habe mich ja auch gefreut, auch über die zwei Zuschauer, die mitgekommen sind, sollte ich vielleicht auch dann mal mehr machen, statt dass ich hingehe und einfach auf ausdrücke, dass ich da mir jemanden raussuche und dann dahin raide und ja. So haben wir alle ein bisschen was davon. Aber den großen Kuchen, den kompletten Kuchen, den haben halt schon ja, Montana Black, Gronkh. Ja, wie ist der andere Dude noch? Knossi. Aber da ist halt 2 von 3, schaue ich absolut überhaupt gar nicht, weil es absolut nix für mich ist, ne? So dieses Digga, Digga, Digi, Digi, ne? Und dann wisst ihr auch schon, wen ich meine. Hauptsächlich schon dieses Rumgebrülle in den Streams, das, ja. Es gefällt vielen Kiddies, wie mir aufgefallen ist, also die haben ja nicht umsonst ihre Zuschauerzahlen von 40 bis 50.000, ne? Aber es ist trotzdem nichts für mich. Wenn ich mich mal ärgere und dann mal kurz ein bisschen lauter werde und Mann sage oder so, dann ist das schon, uff, dann ja. So, den ganzen schönen Wald, den wir gemacht haben. Holz mal wieder ab, weil wir da die Materialien brauchen. Dafür ist so ein Wald gedacht. Zumindest ein Minecraft-Wald. Aber wir pflanzen natürlich auch wieder an. So ist es ja nicht, ne? Deswegen sammeln wir auch immer schön die Materialien ein. Damit wir hier wieder aufforsten können. Damit wir die Bäume wieder abreißen können. Damit wir Hütten hinschicken. Ja, aber ich baue jedem in seinem Vorgarten wahrscheinlich so einen Baum hin und wir lassen eine Ecke unberührt oder wir holzen da einmal alles ab und säen da neue Sachen. So Mischwald und so, also Schwarzeiche und Fichte und wie sie nicht alle heißen. Hier, die können wir ja gerade mal stehen lassen, weil ich glaube, das reicht im Endeffekt wirklich an Holz. Machen wir trotzdem hier eine Einsammelrunde. Weil die Stickies brauchen wir ja auch, weil wir Zaun haben wollen. Oder Zaun brauchen. Muss ich gleich noch Gerüst und sowas mitnehmen. Komm her. Weil hier fällt ja doch schon viel ab. Noch wieder einige Äpfel. Jetzt muss ich nur Gold haben, um die zu vergolden und um die Fette zu vermehren. Genau, wir brauchen ja auch noch Platz für einen Stall. Wir wollen auf jeden Fall also eine Burg hier irgendwo hin pflanzen. Vielleicht pflanze ich die auch da oben hin. So als kleine Renaissance. Mal gucken. Also sie sollen nicht allzu groß werden. Weil dann habe ich wieder Probleme mit der Einrichtung. Wo soll ich was hin tun? Ist er hier oben oder ist er unten? Ne, der ist unten.
Theoretisch gesehen könnte ich das alles hier noch mit Erde ausschütten bis da hinten hin. Aber nein. Wir lieben ja unsere fast ungeschliffene Natur, ne? Vielleicht kriegen wir noch die ein oder andere Biene in den Baum. Fällt mir gerade ein, unter den einen könnte ich mal ein Lagerfeuer setzen. Feuerzeug haben wir ja. Muss ich nur noch mal gucken, wie ein Lagerfeuer geht. Erstmal hier wieder ein paar Bäume setzen. Ui, toll. Uti, danke für deinen Follow. Ah, kaum hat man es angesprochen, dass man wieder so ein bisschen Bewegung im Chat braucht, schon kommt der Erste. Ja, ist so schön, man muss immer erst meckern und dann passiert es. Ah, die Sonne geht schon wieder unter. Die Minecraft-Tage sind immer so kurz. Nee, das sollte ich nicht hinsetzen. Ah, und da ein Raid. Danke dir, Uti. Was geht? Was habt ihr gespielt? Und natürlich auch an die Zuschauer, die mit rumgewandert sind. Setzt man hier noch einen hin? Ja, es wird dunkel, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier oben auch wieder ein paar Bäumchen hinsetzen, bevor es. So, habe ich schon gemacht, okay, aber hier hinten nicht. Bevor es nämlich wieder so dunkel wird, dass mich der nächste Creeper wieder in die Luft jagt. Vielleicht haben wir hier das Glück, dass hier nochmal ein Bienchen spawnt, genauso wie hier. Hier können wir noch einen Baum hinsetzen. Und hier. Und hier. Und eigentlich auch hier unten. Ja gut, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Bisher war auch recht entspannt, Oti. Also, außer dass ich halt vom Creeper in die Luft gejagt wurde, aber dafür kann ja der Stream nichts, ne? Dafür kann ja nur der Creeper was. Was hast du gespielt, Oti? Den nehme ich mal mit. Lagerfeuer. Einmal Kohle, drei Stickies und. Ja, Kohle noch. Aber nur eins. Hey, da brauche ich erstmal nichts. Ah, auch Minecraft, okay. Apfel hier hin. Oder machen wir mal kurz den Sleeper der Hansel. Bevor die Nachbarn kommen, weil die Nachbarn hier noch draußen läuft. So, und schon haben wir hier auch unsere Bienenfarm. So einfach geht's. Wir wollten eigentlich auch noch mal gerade Wassereimer mitnehmen.
So brauchen wir allerdings Wasser. Aber einen näheren Eimer kann ich bieten. Ja. Ja, richtig OP, diese Bienenfarm. Naja, eine direkt neben dem Haus ist schon nicht schlecht. Also, das finde ich halt schön an dem neuen Update, dass ziemlich schnell Bienen wachsen können, ne? Und so Bäumchen. Hallo Schafe. Ich brauche eure Wolle. Dankeschön. Immer wieder mal. Da sollte es nicht hin. So. Weg. So, hoffentlich kommt jetzt hier wieder kein Creeper. Okay, das ist jetzt nur noch unten, wo es fließt, genau hier. Nein, ich würde doch Wasser aufnehmen. Komm her. Okay, da muss noch was sein. Ja, ich kann Minecraft spielen. So, jetzt ist die Ecke auch begradigt. Ohne. Ah, das Loch müssen wir auf jeden Fall mal stopfen. Oder die Erde da wegnehmen. Ich glaube, ich nehme die Erde lieber weg. Ja, ich weiß. Keine Luft mehr. Und dann machen wir halt hier die Erde rein. Ich weiß, ich habe schon wieder keine Atmung. So, wo ist, fließt denn hier noch Wasser? Den packe ich mal weg. Und dann mache ich den halt weg. Fließt hier wahrscheinlich noch Wasser, weil ich da so viel Erde weggenommen habe. Egal. So. Dann haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Kommt hier ein Hühnchen raus? Da kommt natürlich ein Hühnchen raus. Hallo. Vielleicht kannst du mir das ja sagen, Opi. Warum gehen die andauernd an meine Kisten dran? Oder warum wollen die unbedingt in mein Haus rein? Lieben die mich oder wollen die einfach nur sagen, guck mal, ich kann in dein Haus reingehen, wann ich möchte? Erde weg. Die Erde weg. Genau, dann gehen wir mal gerade nochmal mit unserem Tuppes handeln.